Hallihallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ein Video, was ihr bestimmt schon mal gesehen habt, nur in einer etwas anderen Fassung. Und zwar habe ich euch da meine alte Website vorgestellt, die ich mir mal so gebastelt habe und dann allerdings noch nicht hochladen konnte. Jetzt habe ich mir endgültig eine neue Website gemacht, die ihr sofort ab jetzt über diesen Link hier besuchen könnt. Falls ihr euch das nicht merken könnt, einfach unten in die Beschreibung reintippen, dann kommt ihr drauf. Ich zeige euch mal einfach so ganz kurz. Wie ihr seht, hier mein Logo. Das bearbeite ich alles noch so ein bisschen, aber es geht schon für das erste Mal. Dann sind wir hier. Da habe ich einen Fehler gemacht. Hier muss natürlich Simulator Gaming hin. Das ist aber egal, das wird sich alles noch ändern. Dann habt ihr hier drei der aktuellsten Videos. Die könnt ihr auch anklicken und direkt abspielen lassen. Könnt ihr so. Und dann geht's los. Hier. Ein Typen weiter, könnt ihr mir dann einfach was schreiben. So. Könnt ihr mir eine absenden. Achso, da muss ich eine E-Mail angeben. Dann könnt ihr mir direkt eine E-Mail schreiben, falls ihr irgendwelche Vorschläge habt, was ihr Neues sehen wollt. Dann könnt ihr allerdings auch Kommentare verfassen. Homepage braucht ihr nicht eingeben, das ist für Menschen, die eine andere Internetseite haben, damit ich dann direkt drauf gehen kann. Einfach nur Namen eingeben. Sup. Und hi. Dann könnt ihr das senden. Und da sind hier schon ein paar Kommentare eben drauf. Dann kommen wir hier zum Upload-Plan. Da ist jetzt natürlich noch nicht so viel, weil das muss sich alles erst noch einpendeln. Aber hier erfahrt ihr dann immer sofort, wie das Ganze läuft. Ne? Und dann habe ich euch etwas Besonderes bereitgestellt, und zwar meine Mods. Da findet ihr aktuelle Modlisten, also bisher nur eine, weil die Website ist ja erst kurz da. Die aktuellen Modlisten immer von den Mods, die ich online habe, beziehungsweise in den Spielen drin habe. Und die Modliste könnt ihr euch ganz einfach runterladen, die dann öffnen. So. Und dann habt ihr hier alle Mods, die ich drin habe. Bei euch dürfte das aber etwas anders aussehen. Da habe ich eben zum Beispiel hier im ETS den Wintermod drin oder bei jedem Truck 2000 PS. Dann für jeden Truck, den es gibt. Ein Wintermod, Lichter, ein normales Auto, realistische Fahrphysik für den Winter, bla bla bla. Für Citycar Driving auch einige. Das sind jetzt nicht alle Mods. Ich habe einfach mal so die schönsten, die ich kenne, die ich auch öfters benutze, reingepackt. Denn ich habe auch hier reingeschrieben, in ETS kann es sein, dass einige Mods miteinander nicht kompatibel sind. Was bedeutet das für Leute, die nicht so in ETS drinstecken? Das bedeutet, dass zum Beispiel der eine Mod auf der Karte ohne Winter funktioniert und der andere Mod funktioniert dann allerdings mit Winter. Beziehungsweise der Winter funktioniert dann nicht mit dem anderen Fahrzeug. Das kann eben sein, dass sich da dann die Mods in die Quere kommen, aber müsst ihr einfach dann gucken, einzelne Mods dann reinpacken. Aber mit dem Wintermod, den ich habe, laufen eigentlich die meisten Mods. Gut, das war meine Internetseite. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal draufklickt und vielleicht einen Kommentar hinterlasst. Und dann sage ich einfach viel Spaß mit dem Video heute Nachmittag und tschö, tschö.